Hallo zusammen, wir machen heute Waffeln und zwar Churro-Waffeln. Und zwar, was ich gut daran finde, ist, es geht schnell und eigentlich hat man die Zutaten immer zu Hause. Es sind wirklich nur Grundzutaten und ist halt nur mal ein bisschen was anderes wie die Standardwaffel. Und ja, ich würde sagen, wir können direkt loslegen, weil eigentlich gibt es im Vorfeld gar nichts weiter zu sagen. Und deswegen starten wir jetzt mit den Zutaten. Und zwar, wir brauchen einmal 120 Gramm Butter, dann 4 Esslöffel Zucker, dann brauchen wir 1 Teelöffel Salz, 500 Milliliter Wasser und 270 Gramm Mehl. Und für später, um die Churros darin dann zu wälzen, brauchen wir halt noch Zimt und Zucker. Da habe ich jetzt einfach so beliebige Menge drauf gegeben. Da muss ich dann selbst mal gucken, ob ich noch ein bisschen mehr brauche oder nicht. Und ja, das war es auch schon. Und zwar, jetzt geben wir das Wasser einmal in den Topf. Dann die Butter dazu. Hoppala. Dann den Zucker. Und das Salz und das Ganze lassen wir jetzt sieden, also nicht kochen lassen, sondern sieden lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Und dann kommt das Mehl hinzu. So, jetzt ist die Butter geschmolzen und der Zucker auch. Und wie gesagt, nicht kochen lassen, sondern nur sieden. Und jetzt geben wir das Mehl dazu. So, und das wird einfach jetzt so lange gerührt, bis sich unten der Teig so etwas ansetzt, anbappt am Boden. Und dann haben wir den Teig eigentlich auch schon vorbereitet und können mit dem Waffeleisen starten. Jetzt habe ich das Waffeleisen schon mal angemacht und ihr merkt dann, wenn es okay oder wenn es richtig ist, dass das dann so eine kompakte Masse ist. So wie beim Brandteig, dass ihr eigentlich so einen riesen Klops dann habt. Und dann können wir starten. So, so soll der sein. Und zwar, das Waffeleisen ist jetzt heiß und ich habe mir aber gedacht, ich wollte lieber diesmal kleine Waffeln machen und deswegen mache ich das jetzt auch, aber ihr könnt natürlich auch das ganze Waffeleisen ausfüllen, nur ich mag es in dem Fall lieber so machen. Ein bisschen gebe ich noch, ein bisschen hier noch, dann müssen wir die ganz normal ausbacken lassen. So, und zwar, man kann die natürlich dunkler oder heller machen. Ich habe die allerdings jetzt gerade eben ein bisschen hier immer an den Seiten schon mit dem Messer gelöst. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach beide Varianten. Einfach mal welche, die ein bisschen heller sind und welche, die ein bisschen dunkler sind. Und jetzt gebe ich die einfach hier in Zimt und Zucker. Ich glaube, das mache ich doch lieber mit der Hand. Dann wälzen wir die einfach schön. Ein bisschen abklopfen. Ah, nimm doch lieber das hier. Und so machen wir das dann einfach, bis wir alle durch haben. Und man kann natürlich auch sonst nur Vanillezucker nehmen, wenn man irgendwie das lieber mag. Aber das ist ja klar, dass man nach seinem Geschmack dann geht. Und so mache ich das jetzt einfach weiter. So, wir sind schon wieder fertig und zwar, ich habe einfach halt das Waffeleisen, so wie man es bei den anderen Waffeln macht, immer noch schön mit Öl, bevor ich eine neue reingelegt habe, eingepinselt und damit sie halt einfach besser rausgehen. Und ich muss mich noch verbessern, weil ich habe vorhin, soweit ich mich richtig erinnere, habe ich gesagt, ja, so ähnlich wie Brandteig, aber es ist ja im Endeffekt Brandteig, nur falls sich da welche wundern, da habe ich mich dann verbabbelt. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich zeige euch das jetzt aus der Nähe. Dann seht ihr auch bei der Mengenangabe, wie viel von diesen Waffeln da rausgekommen sind, dass ihr halt wisst, ob ihr weniger oder mehr Zutaten nehmen müsst. Und ja, dann machen wir das doch jetzt. Und zwar, dass ihr es jetzt erstmal seht. Also das ist die Menge an den Waffeln, die rausgekommen sind. Hier habe ich 5 gestapelt und hier sind nochmal 4. Sind halt immer so groß, ungefähr. Und jetzt wollte ich eine, ich nehme die, nochmal aufbrechen, dass ihr es noch so von innen seht. Hoppala, seht. Oh, ja, doch, ihr seht es.
So sieht die dann von innen aus. Und ich habe jetzt doch keine dunkle Variante gemacht, weil ich finde, das ist halt einfach die optimale Bräune. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr mögt. Und ja, ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, mal nachzumachen, wer Waffeln liebt. Also ich glaube, das seid ihr mit Sicherheit nicht enttäuscht. Und dann macht's nach, genießt es, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!